am Salzbergwerk. Und mir ist so eine Geschichte eingefallen, die ich euch unbedingt erzählen muss. Eine Geschichte, Katakaro? Du erzählst uns eine Geschichte? Na, Logo, ich bin doch der Geschichtenkater. Also, es lebte einmal im kleinen Dorf, hier da unten, da bei den Bergen, da lebte ein kleiner Zwerg. Naja, da war nicht wirklich ein Zwerg, das war halt ein bisschen ein kleinwüchsiges Kind. Kleinwüchsiges Kind, naja, kleinwüchsiger Mann. Und alle im Dorf haben ihn immer wegen seiner Größe gepiesackt. Ui, bist du klein? Ui, du sollst mal wachsen, iss ein bisschen mehr. Und eines Tages haben die gemeint, so einen Platz haben sie nicht für so einen kleinen Wicht. Da hat sich er gedacht, dann suche ich mir ein neues Zuhause und ist ganz pampig ausgezogen. Hey, das könnte ich auch mal machen. Ich ziehe ins Baumhaus, glaube ich. In welches Baumhaus? Nein, das von den Nachbarnkindern. Du willst ins Baumhaus ziehen. Was isst du dort dann? Gibt's dort keinen Koch? Nein, dort gibt es keinen Koch. Ja, dann bleibe ich lieber im Schloss. Na wurscht, weiter in der Geschichte. Und der kleine Wicht hat dann einen Eingang gefunden. Und wie er drinnen war, da haben die Wände so schön geglänzt. Ui, hat das schön ausgeschaut, Kinder. Anfangs hat er geglaubt, das ist Gold. Aber als er zur Jause Hunger bekam, ist so ein kleiner Gesteinsbrocken auf sein Brot gefallen. Und wie er von diesem Butterbrot abgebissen hat, was ist passiert? Was ist denn passiert? Das Butterbrot hat nach Salz geschmeckt. Und so hat der kleine Zwerg eine Salzmine entdeckt. Aber das hat er anfangs niemandem gesagt. Er wollte das Salz für sich haben. Nach und nach haben die aber im Dorf davon Wind bekommen. Weil da gab es auch so kleine Spione. Ihr wisst schon, Mäusevolk. Und dann kamen immer mehr Menschen und haben das Salz aus dem Berg geholt. Aber der kleine Zwerg, der wollte die loshaben und hat dann im Bergwerk wirklich echte Zwerge getroffen. Und die kleinen Zwerge, die haben in der Nacht immer das Salz abgebaut. Und wie die Menschen gekommen sind, haben sie es nur mehr rausbringen müssen. Stimmt diese Geschichte wirklich so? Ja, natürlich nicht so ganz, aber so halb halt. Ja, was war dann mit dem kleinen Zwerg? Na, der kleine Zwerg ist denen ihr Freund geworden. Wie und was haben die noch gemacht? Naja, die haben im Dorf dann immer armen Menschen geholfen. Redest du jetzt von den Heinzelmännchen? Kleine Zwerge, die Menschen helfen, die es nötig haben. Heinzelmännchen. Ja, so kann man es auch sagen. Aber die Menschen im Dorf, die haben weder das Salz noch die Hilfe der Heinzelmännchen zu schätzen gewusst. Ha, die haben alles verbraucht, was es gab. Und so ist dem Zwergvolk so eine Wut gekommen, dass sie denen nur mehr schlimme Sachen gemacht haben. Die haben den reichen Bauern einfach das Korn abgeschnitten und viel zu viel Salz in die Suppe gekippt. Lauter solche Sachen halt. Bis es den Menschen zu bunt wurde und die gemeint haben, Zwerge ins Zwergenreich, Menschen ins Menschenreich. Und deswegen ist das jetzt alles ein bisschen getrennt. Ja, Kinder, ich glaube, ihr habt auch noch nie ein Wichtelmännchen gesehen, oder? Wow, wie cool wäre das, ein Wichtelmännchen zu haben. Hausübung, hinlegen, in der Früh, fertig. Kochsachen, hinlegen, in der Früh, Kaiserschmarrn. Ich glaube, ich schaue heute noch ins Bergwerk. Vielleicht sitzt noch so ein Wichtelzwergchen drin. Kinder, das probiere ich. Wenn ich eins finde, dann kraule ich ihm sein Bäuchlein. Von mir aus kann er auch eine neue Mütze haben. Ah ja, Mützen. Mützen haben sie auch welche gefunden, die Menschen. Haha, natürlich waren sie zu klein. Und Gold haben sie nie mehr im Berg gefunden. Kein Wunder, das Zwergenvolk war zahlreich. Und die haben bestimmt genug rausgeschafft. Also heute beim Abendessen werde ich mir ein bisschen Salz genehmigen. Lecker, lecker. Kaiserschmarrn und Salz? Naja, wieso denn nicht? Woanders essen's Käse mit Marmelade, Honig mit Käse. Ich, Kaiserschmarrn mit Salz. Kaiserschmarrn mit Salz? Ja, wieso denn nicht? Es gibt ja auch Palatschinken in der Suppe. Palatschinken in der Suppe. Ja, heißt Frittaten. Kleine Maus.
Naja, dann mache ich mir Kaiserschmarrn mit Salz. So, liebe Kinder, ich habe jetzt Hunger. Bis bald. Hier oder woanders. Oder vorn oder hinten. Wurscht jetzt. Mahlzeit. Oh, hallo, ihr seid ja schon da oder noch da oder wieder da oder kurz da oder vorher da oder nachher da oder immer da. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, habe ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Kata Carlo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, all die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Kata Carlo Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren, warum macht ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach Mann, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like und wisst, was ich auch noch gern hätte? Vielleicht schreibt ihr mir ja mal was in die Kommentare. Kata Carlo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lässt mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen, weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Schiere Kommentare mag ich auch nicht. Also, nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten nicht. Nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo da lassen.